Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal WeLoveFreddy. Und heute gibt's mal meine Weekend League Awards von der Weekend League, was wir gespielt haben. Die vergangene, wo ihr die Weekend League Highlights gesehen habt. Und ja, hier in Division Rivals sind wir Rang 2 gekommen. Was man eigentlich immer wird, so wenn man die 3 Spiele in der Weekend League macht. Und ja, hier seht ihr schon die Belohnungen. Hier 2 Megapacks kriegt man da bei mir in Rang 2. Ja, ist eigentlich ganz okay für nur Weekend League eigentlich. Noch dazu einfach so auf die EA-Snacken noch 2 Megapacks. Hier seht ihr auch die Platzierung, was ich gemacht habe in der Weekend League, was ihr eigentlich schon wisst, ist Gold 3. So, jetzt kommen wir gleich zu den Player Picks. Ist eigentlich ein recht gutes Team of the Week mit Aguero Headliner und sehr guten Karten nebenbei. Im ersten Player Pick ist einfach so der High Rated Standard von EA, was sie denken ist gut, halt ja ein 86er Digga, aber die Stats scheißen halt übelst rein. Aber da kommt eh in die Upgrade SBC, was ihr da noch sehen werdet. Dann im zweiten Player Pick schon wieder ein Kulu, den wir im ersten Pick schon hatten, habe ich einfach El Arabi genommen, weil ja, doppelt ist unnötig, ist einfach verschwendet. Und ja, jetzt habe ich dann gleich die Champions Premium Upgrade SBC gemacht. Was ein bisschen weh getan hat, war, dass ich meinen Aspass abgeben musste, den ich in meinen Player Picks einmal hatte, weil der eigentlich echt nicht schlecht war, fand ich in Game. Ich habe ein paar Mal eingewechselt, so in den letzten Minuten, wenn Aguero nicht mehr so viel Power hatte und schon ein bisschen ausgepowert war und so. Deswegen, ja, hat er eigentlich viel immer rumgerissen, so. Hat auf jeden Fall viel Spielentscheidungen halt so gebracht. Zum Beispiel so bei einem 2-2 hat er schon das 3-2 so gemacht oder so. Ja, war auf jeden Fall ein geiler Spieler auf jeden Fall, aber ich war irgendwie zu gierig auf dieses Pack, deswegen. Ich habe gedacht so, ja, kommt was Gutes. Aber ihr werdet schon sehen. In der SBC habe ich noch Ricardo Pereira abgegeben, der auch nicht so schlecht war. Ja, den habe ich auch mal gezogen, aber benutze ich eigentlich nicht, deswegen habe ich ihn jetzt abgegeben, weil er nicht richtig in mein Team passt, weil ich mir Salah auf rechts Mittelfeld geholt habe. So, dann ja, das 86 Plus Upgrade Player Pick Pack sozusagen. Mal schauen, was hier rauskommt. Und wie immer nur Dreck. Natürlich hier 2 87er und ein 86er. Hat plus 86 ja garantiert. Aber nur Müll. Parejo ist natürlich scheiße. Man kennt ihn. Und Pizzi hatte ich schon mal. Habe ich glaube ich abgegeben in der SBC. Habe ich einfach die Maria genommen, weil der am spielbarsten von allen drei ist, aber werde ich eh vielleicht mal einwechseln, so in den letzten Minuten, falls ich irgendwie rechts außen mit irgendwie Salah irgendwie Probleme hat oder verletzt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Springen wir schon mal zu den Packs. Hier war irgendwie noch so ein E-Sports Pack, keine Ahnung was es war. Ja, diese Trikots waren eigentlich ganz geil, habe ich ein paar aktiviert, halt 2. Oh, ja. Mal schauen, ob ich noch andere aktivieren werde. Hier im ersten Megapack von 4 haben wir schon mal ein Brett, leider kein Walkout. Einen deutschen Stürmer, Leipzig und Werner höchstwahrscheinlich, weil, keine Ahnung, Spieler über 83 von Leipzig, ein Stürmer von Deutschland, außer Werner. Aber sonst in diesem Pack war nur Müll drin. Außer Werner, der jetzt glaube ich 3k wert war oder so. Ungefähr. Nach dem Video blende ich euch nochmal einen Screenshot ein, wie viel ich gemacht habe mit den ganzen Verkäufen von den Spielern, die ich gezogen habe. Aus den ganzen Packs. Das sind jetzt 4 Megapacks und ein 50k Pack. Hier schon mal auf den zweiten Megapack. Ein Brett, leider wieder kein Walkout. Dann einmal Spanien, ZOM. Paris und Suizarabia, der ist auch nicht viel wert, da die 2k gekostet, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber
Naja, was soll man machen? Jetzt in den 235 Capex nicht so Glück gehabt, ja. Und in dem ganzen Pack hier ist auch nur Müll drin. Die ganzen tiefen Fitness-Karten müssen wir auch gleich mitnehmen. Ist eigentlich immer viel wert. Hier die Positionsmodifikator, der war eigentlich schon viel wert. Ich glaube 5k habe ich dafür gekriegt. Eigentlich ganz geil für einen Positionsmodifikator. 5k zu kriegen. Hier im nächsten Pack kein Brett. Ist natürlich schade, aber man kann nicht immer ein Brett kriegen. Hier recht viel Spieler drin. Die meisten habe ich verkauft oder in eine 2 seltene Goldspieler SBC halt reingesteckt. In die Gold Upgrade. Die zum Beispiel irgendwie Abschlusspreis oder so waren. Und ja, verliere ich jetzt auch nichts. Ja. Dann hier im Megapack. Im nächsten ziehen wir natürlich wieder nichts. Und by the way, ist wieder nachkommentiert, weil ich immer so während den Packs meistens immer so ein bisschen Stress habe. So. Deswegen ist es besser, wenn ich es nachkommentiere mit normaler Stimme. So. Wenn ich so halt, keine Ahnung, wenn es halt ein bisschen struggled ist. Aber wenn ihr es anders haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Dann kommen wir schon zum 50k-Pack. Hier auf jeden Fall ein Brett, sehr wichtig. 50k Packs ist jetzt ein richtig scheiße, finde ich. Also schon mal auf jeden Fall ein Brett. Mit ZM. Leipzig mit Kampel ist auch nichts wert. Einfach Schmutz, Digga. Nur Schmutz gezogen, Digga. Aber was soll man machen? Nur Müll aus den ganzen Packs und Picks, was ich aufgemacht habe, Digga. Einfach nur Müll rausgezogen. Halt sehr viel Profit habe ich jetzt nicht gemacht. Am Anfang hatte ich, glaube ich, sagen wir mal, ungefähr 2k oder so. Jetzt haben wir 55k. Die Spiele habe ich natürlich noch verkauft, wie ich gesagt habe. Werde ich euch am Ende des Videos noch einen Screenshot einblenden. Ja. Hier habt ihr gerade nochmal die Spieler gesehen, die ich verkauft habe. Halt, die ich alle gezogen habe, meine ich. Und ja, hier habe ich nochmal die roten Player Picks halt, die jetzt in Dream Squad Spieler umgewandelt worden sind, mal aus dem Team entfernt und jetzt die Maria reingetan und Delph ist jetzt nicht der beste, aber ja. Ich überlege vielleicht die Ziech Aufgabe zu machen, weil der eigentlich eine recht geile Karte hat, aber der passt halt nicht in mein Team rein. So als Sub hätte ich ihn gerne gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob sich das lohnt, den zu machen, obwohl der eigentlich fast gar nicht in mein Team reinpasst, weil ich habe eigentlich nur halt im Sturm, halt so im offensiven Mittelfeld, kann ich eigentlich nur Premier League einbauen oder Liga NOS maximal. Okay, dann war es eigentlich auch schon mit dem Video. Gleich seht ihr nochmal einen Screenshot, was ich als Profit gemacht habe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao, haut rein.